Tschüss, Mann. Wie gesagt, du bist immer bei mir im Vorspann. Wenn ich YouTube-Videos hochlade, du bist mit dabei. Wir haben uns 2019, glaube ich, auf der Gamescom getroffen. Aber wie gesagt, du lernst am Tag 1000 Leute kennen. Bestimmt weißt du nicht mehr. Hast du dieser World of Tanks? Genau, ey, wie krass. Du weißt das noch, Alter. Du hast doch überlange irgendwas von World of Tanks gesagt. Ja, Mann, ey, krank, dass du dich noch erinnerst, Alter. Heftig. Hallo erstmal. So, Freunde. Ja, in diesem Video möchte ich mal mit euch darüber reden, was sich im Jahre 2023 ändern müsste, damit das Spiel wieder vernünftig spielbar wäre. Also, ich bin der Meinung, dass zwei, drei Dinge auf jeden Fall essentiell sind, und zwar bestimmte Maps für bestimmte Panzer ausschließen zu können. Abgesehen von den zwei Maps, die man allgemein ausschließen kann, ne? Ich habe zum Beispiel... Ich weiß gar nicht mehr, was ich für Maps ausgeschaltet habe. Müsste ich mal gleich mal gucken. Berlin habe ich, glaube ich, ausgeschaltet. Und was war die andere Map da? Weiß ich nicht. Muss ich gleich mal gucken. Jedenfalls finde ich, dass man vielleicht noch mal zwei oder drei Lieblingspanzer haben darf, für die man speziell auch noch mal zwei bis drei Maps komplett ausschließen darf. Nehmen wir mal an, ich hätte jetzt den T92er als eines meiner Lieblingspanzer, ja? Zwei Maps habe ich ja allgemein schon ausgeschaltet, ne? So für alle Panzer, ne? So, zum Beispiel Berlin und von mir aus Stutnatsky oder hier Minen oder Ensk, Minsk und diese ganzen kleinen Maps, ne? Dass man die allgemein ausgeschaltet hat für alle Panzer, ist ja schön und gut. Aber man hat ja nochmal vielleicht zwei oder drei Lieblingspanzer. Ich würde sogar drei sagen. Ja, der eine fährt gerne eine Maus, der andere fährt gerne, was weiß ich, eine Badget, der andere fährt gerne Lights oder eine Arty. Als Beispiel, du fährst vielleicht gerne eine Arty. Sagen wir mal die Objekt 261 oder von mir aus GWE 100 oder was weiß ich, ist ja egal. Ne? Dass man dann bestimmte Karten komplett ausschließen kann. Sprich, sowas wie chinesische Mauer, wo die Arty überhaupt nicht irgendwie wirken kann. Ja? Und wenn ihr schon an der Stelle sagt, okay, das ist eine gute Idee, dann lasst dem Video einen Daumen hoch da, sodass das Video auch anderen Leuten gezeigt wird. Bitte teilt das Video auf Facebook und Instagram und woanders. Ja, also, sagen wir mal, du bist gerne Arty-Fahrer, ne? Fährst gerne irgendeine Arty, GC-Arty, GWE 100 von mir aus, oder Objekt 261 oder Badget-Arty, dass du dann zum Beispiel solche Maps wie, sagen wir mal, Minen oder diese Ensk, Minsk und diese kleineren Maps da, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen, oder Stutnatsky oder hier chinesische Mauer, wo viele Häuser dazwischen sind und viele Mauern und Berge, dass du speziell für deine Lieblingspanzer, drei Stück an der Zahl vielleicht, bestimmte Maps komplett ausschließen kannst. Ja? Das wäre vielleicht, und das wäre auch leicht zu programmieren, denke ich. Ich denke nicht, dass das jetzt eine riesen Hürde darstellt. Ja, oder hier zum Beispiel, ich spotte da drüben irgendwelche... Ach, ja, genau. Und jetzt bin ich... Ja, genau das, Alter. Pilsen, ne? Typisch Pilsen, Alter. Typisch Pilsen, Alter. Ja, und jetzt die Gegner schießen, ne? Die eigenen Leute nicht, ne? Die Gegner schießen, aber die eigenen Leute halt nicht. Das ist der Unterschied, Freunde. Ja. Genau das meine ich, Alter. Genau das meine ich, Alter. Genau das meine ich. Ja, typisch Pilsen, ne? Du hast hier überhaupt keine Chance als Scoutfahrer, ne? Ja, es sind Ziele da, es schießt halt auch keiner, ne? So. Keiner von denen fährt auch irgendwie mal runter, um diesen einen Scout rauszunehmen, ne? Kommt ja überhaupt nicht in die Tüte, mal seinen Arsch irgendwie zu bewegen und was zu tun. Ja, massive Niederlage, ne? So, hätten wir schon mal ein Problem weniger, weil ich würde gerne zum Beispiel auf Pilsen nicht rauskommen. Weil als Scoutfahrer bist du hier halt verloren. Du
bist wirklich hier verloren. Ne? Du kassierst nur und am Ende den Spot, den du bringst, nutzt auch keiner. Es ist einfach brutal, Alter, ich sag's euch. Dann würde ich gerne 5 bis 10 neue Maps sehen. Und zwar sollte Wargaming aufhören, irgendwelche Minispiele zu programmieren. Sowas wie Arcade und so ein Zeugs braucht kein Mensch. Ne, dieser Arcade-Schneeball-Modus und so, das braucht kein Mensch. Stattdessen sollte Wargaming seine Programmierer und seine ganze gesamte Kraft auf das Programmieren von 5 bis 10 neuen Maps sozusagen konzentrieren. Denn diese Maps sind wirklich spielzerstörend. Es gibt so viele Maps, die halt schlechte Laune machen, ne? Sowas wie Minen. Auf Stufe 10, 9, 8 Minen, viel zu klein. Oder hier, Pilsen, Stutnatski. Ja, Junge, komm, laber mich nicht voll, Alter. Laber mich nicht voll, bitte. Ja, was willst du denn hier machen? Du bist ja, ja. Offene Ziele werden nicht abgehängt, ne? Ja, Gegner-Arti ist wieder die Profi-Arti. Die Gegner-Mitspieler sind wieder die Profis. Ich spotte hier wie ein Weltmeister und nichts passiert. Ich verliere wirklich, ich bin wirklich World of Tanks-Fan, aber ich verliere langsam, aber sicher die komplette Lust an diesem Spiel. Wargaming, Alter, warum? Warum seid ihr unfähig, da mal was zu tun, Alter? Es ist seit 10, 12 Jahren bekannt, dass diese Maps schon mal gelöscht werden müssen. Da seid ihr schon seit 12 Jahren dran, kriegt es nicht gebacken. Guck mal, wenn du Heavy fährst, hast du ja auch irgendwie keinen Spaß, ne? Mit dem Scout kriegst du sowas wie Pilsen Schimmelsen oder Chinesische Mauer oder Himmelsdorf oder Paris. Ja, und herzlichen Glückwunsch. Wie angekündigt, einmal Applaus für Wargaming bitte. Einmal Applaus. Herzlichen Glückwunsch. Sobald du ein Heavy anpackst, also zumindest ist das bei mir so, kommt natürlich genau diese Map mit mehreren Artis. Ne? Ist ja klar. Mit dem Scout kriegst du die Drecksmap da, die Schimmelsen, Pilsen. Und mit dem Heavy kriegst du diese Map, Alter. Es ist, wie es ist. Du kannst es nicht ändern, Alter. Es ist, wie es ist. Ja, ich sag bitte die Heavys zum Hill. Mit Ankündigung. Also der Matchmaker ist sowieso unter aller Sau. Ne? Der Matchmaker von Wargaming hat ja maximal 1 Euro gekostet. Der produziert ja nur noch Schrott. Ne? Bestes Beispiel, offene Map mit mehreren Artis. Wenn du Heavy fährst, mit Maus oder hier mit Heavys allgemein. Ich krieg so oft die offenen Maps mit mehreren Artis. Ne? Also... Wenn ich jetzt als Beispiel diesen Panzer als Lieblingspanzer hätte, also oder irgendein Heavy, ist ja egal, Maus E100 oder Jagdpanzer E100 oder so, oder von mir aus nur die Heavys, dann schwere Heavys, ne? So hier Type 5, Maus E100, dann würde ich zum Beispiel diese Map blockieren, wenn ich so ein Heavy als Lieblingspanzer hätte. Wie gesagt, Freunde, es ist wichtig, wenn ihr solche Videos teilt oder... auf jeden Fall mit einem Like sozusagen verseht, damit da der YouTube-Algorithmus sowas halt weiterleitet an die Leute, sodass diese Ideen irgendwie auch gesehen und gehört werden. Ne? Weil das kann ja nicht sein, dass man mit seinem Heavy ständig auf... man traut sich ja auch mittlerweile gar nicht mehr irgendwie Maus E100 oder Type 5 oder... irgendein Heavy zu fahren oder eine IS-4 oder so, weil man ganz genau weiß, dass man wieder auf irgendeiner so einer offenen Map rauskommt. Hier, guck dir das an, Alter. Das ist doch nur ein Krampf, was hier abgeht. Schau dir mal unsere 1er Linie an. Wir haben keinen Spot da drüben, ne? Unser Scout scoutet hier nicht. Das heißt, wir werden jetzt gleich da drüben die 1er Linie verlieren, ne? Guckt euch das doch mal an. So. Ja, 1er Linie steht komplett leer. Ja,
Das war unser Rheinmetall. Herzlichen Glückwunsch. Beide Scouts von uns haben da die Einserlinie offen gelassen, ne? Beide. Ja, wir werden auch jetzt gleich da drüben die Einserlinie verlieren. Dementsprechend müssen wir jetzt hier aktiv werden, ne? Die haben auch einen FV. Je nachdem, wo der steht, bin ich gleich am Arsch. Jetzt regnet es Batchet-Artischläge, ne? Ist klar. Ja. Guck mal, was ich hier veranstalten muss, damit ich irgendwie vielleicht... Ich muss jetzt hier mit meinem Heavy spotten, weil unsere Scouts und Mediums das nicht hinkriegen. Musst du dir mal vorstellen. Keine Chance. Auch das wird wahrscheinlich eine Niederlage. Ja, Batchet ist auf, keiner schießt, ne? Ja, schön mit der Batchet-Arti hier reinklotzen. Ja, und dann an der Wedget bouncen, wa? Tja, schade, wa? Komme zur Rettung. Arti-Unterstützung gab's mal wieder gar nicht hier auf der Seite der Map. Freunde, wie gesagt, es wäre schön, wenn diese Videos auch durch das massive Teilen auch Leute wie Wargaming oder die Community-Kontributoren erreichen würde. Teilt bitte auf den Foren diese Videos, die ich mache, die zur Verbesserung des Spiels beitragen, weil da haben wir alle was von, ne? Weil da muss sich massiv was ändern, so, ne? Das ist teilweise. Ich habe teilweise Panzer in der Garage, die ich seit Monaten oder teilweise seit Jahren nicht angerührt habe, ne? Weil ich ganz genau weiß, sobald ich die anpacke, Alter, ist vorbei mit lustig. Die Arti war auch zu blöd, seine Position zu ändern, ne? Kollege Arti-Fahrer war wieder zu blöd, seine Position zu ändern.
Der fährt eine Badget-Arty, die ist ultra schnell. Anstatt mal seine Posi zu ändern, bleibt er da stehen und stirbt. Wer wurde die ganze Zeit von der Badget-Arty bearbeitet? Natürlich ich, ne? Unsere Artys waren halt zu blöd, ihre Positionen zu ändern, ne? Man hätte ja mal seine Position ändern können. Hat man nicht gemacht. Hier, Badget-Arty. Schnell genug gewesen, wegzufahren, hat aber keinen Bock gehabt. Von den Mediums kriegen wir auch hier keinen Spot, ne? Unser Progetto steht da hinten, der andere Progetto steht irgendwo hinten in der Ecke. Ich muss den Spot machen. Ich muss mit meinem Heavy Spot machen, Alter, mal wieder, ne? Das ist einfach grausam, ne? Das ist einfach grausam, Alter. Ja. Unsere Progettos stehen hinten in der Ecke, unsere CS, unsere... Wir haben so viele Mediums, die schon wieder nicht mitspielen, Alter. Es ist einfach grausam, ey. Es ist grausam. Es ist an Grausamkeit nicht zu überbieten, Alter, dass die Leute überhaupt nicht mitspielen. Also so wie unsere Mediums spielen, wird das sowieso ein Loose, ne? Keinerlei Bewegung, keinerlei irgendwie helfen, keinerlei flankieren. Und das auf so einer schönen Map, Alter. Das ist einfach grausam. Grausam. Das kannst du dir nicht ausdenken, die Unfähigkeit. Wirklich grausam, Alter, grausam. Es ist grausam, was du alles leisten musst mittlerweile mit einem Heavy, ne? Es ist grausam einfach. Spotten musst du mit dem Heavy, flankieren musst du mit dem Heavy. Das sind alles Medium- und Scout-Aufgabe, ne? Jetzt stehen die schon wieder hinten in der Ecke und gucken zu, Alter. Es ist grausam. Allein schon, dass diese... Krass, dass wir das noch gewinnen. Krass, dass wir das noch gewinnen, Alter. Krass, weil die Scouts von uns haben ja komplett die 1er Linie verloren, ne? Die haben ja von Anfang an sich geweigert, die 1er Linie zu spotten, ne? Also Freunde, wenn ihr dafür seid, dass man drei Lieblingspanzer hat, sagen wir mal, du bist gerne Mausfahrer, ne, als Beispiel, dass du dann Malinovka, Prokhorovka zum Beispiel oder sowas wie Highway, Redshire, so offene Maps ausschalten kannst. Sagen wir mal, du kannst mit deiner Maus drei Maps komplett ausschalten, dass du die gar nicht kriegst, als Beispiel, ne? Hier, unser Rheinmetall. Auf der besten Map, die man kriegen kann. Null Spot Damage. Ja, der hat ein bisschen was, aber das ist jetzt auch nicht die Welt. Ach, das ist der Minotauro, Alter. Dank dem haben wir sogar... Ja, das ist der Minotauro, das ist ja gar kein Scout. Dank dem haben wir die 1er Linie noch ein bisschen halten können, ne? Hat er gut gemacht, Alter.
Grausam, Alter, grausam. Ja, Freunde, wie gesagt, wäre schön, wenn ihr dieses Video mal teilen würdet in den ganzen Foren, auf Instagram, auf Facebook und ein paar Likes da lassen würdet, wenn ihr der gleichen Meinung seid. Also, dass man zusätzlich, warte mal, ich guck mal ganz kurz, was ich bei mir ausgeschaltet habe. Ah ja, stimmt, hier. Ruinberg habe ich ausgeschaltet und Berlin. Wobei ich am Überlegen bin, ob ich statt Berlin... Ich würde gerne mal Minen Berlin einschalten. Stattdessen, wie heißt diese komische Map? Ensk, ja genau, Ensk ausschalten. Ist ja unerträglich, die Map ist so klein, Alter. Naja. Also, ich würde auch hier was verändern, ne? Ich würde auch statt zwei Maps vielleicht sogar sagen, dass man, ja, vier oder fünf Maps ausschalten kann, wenn man einen Premium-Account hat. Das ist zu wenig, Mann. Es gibt so viele Schrott-Maps in diesem Spiel mittlerweile, ne? Also ich würde statt zwei hier fünf ausschalten und dann nochmal drei Lieblingspanzer. Das wäre sehr wichtig, damit man auch mal seine Lieblingspanzer wieder mal rausfahren kann, ohne sofort irgendwie schlechte Laune zu kriegen, oder? Also, Daumen nach oben, Video teilen, vielen Dank, wir sehen uns auf Twitch. Bis dann.